Y, oh meine lieben Leute, es folgt jetzt ein weiteres Video aus der Reihe an diesen einen Freund, der Punkt, Punkt, Punkt. Und es geht um diesen einen Freund, der zu viele systemkritische Videos im Internet guckt und kaum andere Gesprächsthemen hat. Es geht um dich, mein Lieber. Ja, also ganz am Anfang muss ich sagen, wenn wir sagen Internet, Videos und so weiter im Internet, was du alles aus dem Internet hast. Also für dich besteht das Internet hauptsächlich aus YouTube. Und wenn du sagst, das Internet wird zensiert und so weiter, ich meine, mal ganz grundsätzlich, ich bin bei vielen Themen bei dir, bin ich voll bei dir, vieles sehe ich voll genauso wie du, aber ich habe nicht den Drang, so oft darüber zu reden und so anklagend und emotional geladen darüber zu reden, als ob du verantwortlich dafür wärst. So redest du nämlich mit mir über diese Themen und das fuckt mich ehrlich gesagt schon seit vielen Jahren ab, habe ich dir auch immer wieder gesagt. Und als Beispiel, weil jeder so eine Person kennt, kommt jetzt dieses Video in der Reihe an diesen einen Freund. Und wenn du sagst, das Internet, dann meinst du YouTube. Und sorry, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du irgendwie Tor bei dir installiert hast oder dass du andere Suchmaschinen benutzt als Google und oder dass du irgendwie die Kunst des Recherchierens auf ein besonders hohes Level gebracht hast oder auch wenn du sagst, ja, die scheiß Wissenschaft und so weiter. Ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals irgendwelche Studien gelesen hast. Und auch wenn wir sagen von Recherchekünsten und so weiter, ich kann mich auch nicht erinnern, dass dein Englisch so besonders gut ist, dass du auf Englisch recherchieren kannst. Da würdest du nämlich viel mehr finden und da würdest dir vielleicht gar nicht mehr so vorkommen, als ob das alles so hart zensiert wäre und so weiter. Ich bin voll bei dir. Es gibt Zensur, es wird viel zensiert, es wird auch viel shadowbanned und gelöscht, ja. Aber es ist nicht so krass, wie du es immer darstellst. So ist es auf keinen Fall. Also ich finde viele Sachen und auf Englisch finde ich auch viele Sachen, andere Sachen, krassere Infos und ich weiß, wie man sucht und ich weiß, wo man auch Studien findet, um auch mal zu schauen, was sagt denn die Wissenschaft zu manchen Themen, die Wissenschaft, wenn man das überhaupt sagen kann, da bin ich ja auch durchaus bei dir, dass man das so nicht sagen kann, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du ehrlich gesagt diese Kapazitäten hast, Studien zu finden und zu verstehen und zu lesen, geschweige denn auf Englisch. Also, wenn du dann so vereinfacht sagst, das und das und das und das und die und so weiter, so ist es einfach nicht. Sorry, aber diese ganzheitliche Betrachtung, die hast du einfach nicht. Die hast du einfach nicht. Und auch was den Kontakt mit Leuten angeht und so weiter, dieser Kontakt, der nötig wäre, um ein großes Bild zu bekommen, den pflegst du einfach nicht mit Menschen. Es ist einfach so. Also, dann so hinzugehen und mit diesem Anspruch, dass du das so alles durchschaut hast und die anderen, die dummen sind, ist einfach größenwahnsinnig. Es ist einfach übertrieben. Und es ist irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich komme zu dem Satz, wo ich sagen muss, dein Umgang mit solchen Themen und darüber zu reden, ist exemplarisch der Grund, warum die wahrheitsliebenden Leute es bis heute nicht geschafft haben, die nicht wahrheitsliebenden Leute von manchen Sachen zu überzeugen oder sie einzuweihen. Weil natürlich, wenn du dann mit solchen Augen rumschreist und solche Gesichter schiebst und so weiter, natürlich will dir dann keiner zuhören. Und natürlich, wenn du schon wieder anfängst mit den ganzen Sachen und so weiter und jedes Gespräch innerhalb von wenigen Sätzen auf solche Themen lenken kannst, natürlich hast du dann ziemlich schnell das Gefühl, dass keiner mit dir darüber reden will. Also wundert mich irgendwie überhaupt nicht. Also wenn dein Bedürfnis ist, darüber zu reden, dann würde ich andere Formulierungen erwarten. Dann würde ich mal sowas erwarten wie zum Beispiel, ja, also ich habe letztens ein Video geschaut, da war ein sehr interessanter Punkt, über den würde ich gerne mal reden. Da wurde über das und das gesprochen und das finde ich sehr interessant und so weiter. Aber so redest du nicht darüber. Du gehst gleich 180 rein. Ja, die wollen jetzt das und das machen, alles schon beschlossen, alles geplant und die Satanisten und dies und das und so weiter. Und dann geht es irgendwie 20 Minuten darum und am Ende weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann sage ich halt, okay, vieles sehe ich ja durchaus genauso. Aber ich habe keine Videos geschaut, um zu diesen Gedanken zu kommen, sondern ich habe wahrhaftig recherchiert. Und das ist, finde ich, nochmal von der Qualität her irgendwie ein höheres Level, als irgendein Video zu schauen und es dann zu glauben, was da gelabert wird. Von
Das wäre ja Sekundärliteratur im engeren Sinn, was diese Leute da machen. Ich will mich auch gar nicht so als diesen Mainstream-Dude darstellen, der das alles anders sieht und der sagt, ja, meine Tagesschau hat ja mehr Recht als dein Internetvideo und so, will ich gar nicht so darstellen. Aber der Anspruch, mit dem du da rangehst und der Umgang, mit dem du diese Sachen behandelst, tut weder dir gut, noch den Leuten, denen du dann im Nachhinein davon erzählst. Und sorry, es führt letztendlich dazu, dass man dann einfach nicht so viel Bock hat, sich mit dir abzugeben. Weil es einfach immer dieses Ding ist. Es ist so, wie als ob du mit einem extrem krassen Mundgeruch erstmal ankommst und den muss man erstmal akzeptieren, bevor man normal mit dir reden kann. Und das ist halt irgendwie einfach ein bisschen nicht sozialverträglich. Es ist halt einfach, du startest mit einem Stinkefinger in eine Konversation und erwartest dann, dass man dir noch respektvoll zuhört. Und so läuft es halt einfach nicht. So funktioniert es halt nicht. Ich meine, wenn du das erwartest, dann ist es deine Sache, aber dann wunder dich nicht über das Echo. Und wenn sogar Leute, die die gleichen Ansichten haben wie du, keinen Bock haben, dir zuzuhören, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ehrlich gesagt. Würde ich mir echt mal Gedanken machen. Und du bist lernfähig, ja? Dein Leben geht sicherlich noch ein paar Jahre, ist anzunehmen. Und du bist lernfähig und du könntest vielleicht auch ein bisschen deine Art, über solche Sachen zu reden, anpassen, wenn dein Ziel wirklich ist, ein gutes Gespräch zu führen. Oder ist dein Ziel eigentlich einfach nur Dampf abzulassen und jemanden anzuschreien, der eigentlich gar nicht schuldig ist? Mit dieser Frage beende ich jetzt das Video und damit endet das Video an diesen einen Freund, der zu viele systemkritische Videos im Internet schaut und dann emotional, propagandistisch jedem davon erzählen muss. Ich meine, wenn du was in dir trägst, dann darfst du es auch erzählen. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es dabei darum geht, dass du dich aussprichst, sondern ich habe mehr das Gefühl, dass du einfach halt Negativität in den Raum werfen willst. Und sorry, damit bist du für mich einfach kein Lichtmensch und da erzeugst du auch keine gute Stimmung und auch keine verständnisvolle Haltung, dass es solche Themen gibt und dass man sich gemeinsam darüber Gedanken macht und an einen Punkt kommt, an dem man vorher vielleicht nicht war, sondern man versteht dann danach einfach nur, warum du wütend bist und ist dann wütend auf dich. Das ist der Effekt, der dann dadurch eintritt. Und ich würde mir wünschen für unsere Interaktionen, dass es einfach mal radikal, sagen wir um 50-80% zurückgefahren wird und du da vielleicht eine andere Herangehensweise findest, solche Sachen zu behandeln. Weil an sich rede ich sehr gerne über solche Sachen. Aber irgendwie macht der Ton halt die Musik. Gerade wenn zwei Leute zusammen singen, dann sollte der Ton passen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ultra anklagend schreiend jetzt in diese Gespräche reingegangen bin, als dass dann sozusagen das ist, was es aus dem Wald zurückschallt. Gut, jetzt habe ich das Video nicht an der Stelle beendet, wo ich es eigentlich beenden wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Peace und bis bald.